So, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marlons Welt. Und ich ziehe jetzt erstmal hier diese Brille aus. Okay, nice. Heute wieder mal ein Nerf-Unboxing. Und zwar von einer unglaublichen Nerf. Habe ich die denn gerade? Warte mal. Okay, Leute, ich habe sie jetzt hier gefunden. Es ist nämlich eine Plastikarmbrust. Okay, Spaß beiseite. Das Nerf-Unboxing von der Modulus. Yep. Okay, warte mal. So, wir machen jetzt erstmal hier zusammen. Hier sieht auf jeden Fall schon cool aus. Und natürlich hier noch das Zielrohr. Keine Ahnung, ich habe so lange kein Nerf mehr gemacht. So sieht die aus. Groß. Und die macht keine Geräusche, weil da kein Magazin drin ist. Hat scheiß Batterien. Vielleicht kann ich für den Schuss das nochmal bessere holen. So hört es sich an. Okay. Und jo, Leute, auf jeden Fall wollen wir heute mal Nerf-Unboxing machen. Also, die Modulus ist ein, wie gesagt, schon sehr großer Blaster. Man kann halt viele verschiedene Magazine auch reinmachen. Und das Coole ist, hier hinten bei der Schulterstütze kann man zum Beispiel dann noch so ein kleineres, ich würde jetzt kein 35er oder eine Trommel empfehlen. Und es fällt direkt raus. Das ist normal nicht so, man kann ja eigentlich Magazine lagern, weil man das andere leer geschossen hat, wenn man zum Beispiel jetzt so guckt, dann kann man das eine leer schießen und dann hat man halt noch so eins, dann kann man es so rausziehen und wieder reinmachen. So, sorry, dass das noch ein bisschen so komisch ist, weil ich habe halt lang keins mehr gemacht und ja. Ich habe mir jetzt auch keine neuen Nerf gegönnt, aber ja. Okay, wir konnten die Modulus natürlich auch mit anderen Nerfs umbauen. Und zwar habe ich mir da schon was verlegt. Ich wollte mal gucken, wie die mit der Schulterstütze von der Recon aussieht. Das hatte ich nämlich einmal, wo ich die Schulterstütze vergessen habe. Das sieht aber irgendwie komisch aus, weil die, guck mal, die ist viel stabiler als die von der Recon. Deswegen nehmen wir einfach mal hier diese Schulterstütze. Okay, von der Delta Trooper. Mal schauen. Ja, das sieht irgendwie auch komisch aus. Und dann der Lauf von der Recon. Warte mal. So. Was heißt Recon? Das ist der Lauf von der Delta Trooper. Ich finde, das sieht irgendwie auch richtig geil aus. Und dann kann man einfach noch hier dieses Zielfernrohr nehmen und go, Bruder. Sieht halt schon heftig aus, finde ich, aber das Normale sieht einfach geiler aus. Aber ich finde, so sieht es auch ganz gut aus. Okay, Leute, der Schusstest wird wahrscheinlich scheiße, weil irgendwie mit den Batterien schafft die Modulus es, glaube ich, gar nicht, mal ein Pfeil abzuschießen. Und wir haben momentan keine anderen. Und ich bin jetzt auch gerade zu faul, welche zu kaufen. Deswegen wird es auf jeden Fall nicht so nice. Wir können ja mal probieren. Ich habe jetzt hier einen Pfeil drin. Klappe zu. Ich schwöre euch, die schafft es nicht. Das leckt so hart. Oh mein Gott, sie hat es geschafft. Ich habe den Pfeil abgeschossen. Okay, vielleicht können wir doch den Schusstest machen. Sorry, ich habe meine anderen Magazine nicht hier. Ich habe jetzt hier nur 2 12er, 2 6er. Und das 10er Banana Clip Magazin. Weil den Rest habe ich momentan bei der Mama und auch die Delta Trooper und die Rapid Strike. Deswegen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal zum Schusstest über. Ja. Oder komm, wir machen nochmal hier ein paar Schüsse. Gehe ich ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe jetzt hier so ein Magazin drin. So. Okay, ich habe jetzt den Modus ein bisschen kleiner gemacht. Ja, die Pfeile, ja, die kommen gerade nur so raus. Aber im Schusstest werdet ihr es ja sehen. Also gehen wir gleich zum Schusstest über. Und ja, ich habe jetzt hier so einen holzgebauten Turm. Ich kann euch das ja mal zeigen. Hier. Deswegen wird es gleich ein bisschen komisch aussehen.
Aber ich hoffe, das ist für euch okay, okay? Ja. Ist neu, dass ich eine Kappe aufhabe, aber interessiert eigentlich keinen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Schusstest über. Okay, Leute. Jetzt ab zum Schusstest. Ich gehe nach hinten. Ihr kennt das Spiel. Und los. Ich hoffe, die Modus schafft es, einen Pfeil abzuschießen. Okay, let's go. Erster fällt raus, zweiter fällt raus und es leckt. Es ist halt leider so. Nicht, dass die Nerf schlecht ist, aber Batterien sind so schwach. Und ja, wir probieren es einfach nochmal. Und bis gleich. Okay, Leute, ich habe jetzt nur, glaube ich, 8 Pfeile oder so drin, aber es funktioniert jetzt. Also gerade eben links. Und ja, es ist halt so, die Batterien sind zu schwach, die Pfeile da in diese Rädchen rein zu transportieren. Deswegen. Okay, das Ganze nochmal. Ist schon leer. Weil ich hatte jetzt auch nicht so viele Pfeile drin. Jo, also die Pfeile, ja, die sind jetzt eigentlich nicht so hart rausgeflogen. Aber ich hoffe, das war für euch auch okay. Setz ich mir nochmal hin. Okay. Jo, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Und ich hoffe, ihr checkt meine anderen Videos ab. Jo. Und den... Ciao.